Vor dem offiziellen Start, noch mit unbeleuchteter Webertanne, fand doch eine große Schar Publikum am Eröffnungstag vor die Weberbühne auf den frisch aufgebauten Weberglockenmarkt. Bläserklänge stimmten bewährt weihnachtlich ein, bevor dann Weber Matthias Gerling und Oberbürgermeister Silvio Witt die eigentlichen Stars des Abends auf die Bühne holten. Und die Kinder der Kita Windmühle freuen sich nicht nur auf buntes Markttreiben zu Weihnachten, sondern auch auf passendes Wetter. Einer fehlte noch in der Runde. Na klar, der Weihnachtsmann. Er und sein Rentierschlitten verspäteten sich etwas. Die Neubrandenburger Straßensituation hatte den gutmütigen Bartträger leicht verwirrt. Ich kam aus dem Süden in Neubrandenburg rein. Da ging es über einen schönen Berg runter. Das war leicht für die Rentiere. Und nun ist da ein Ungeheuer an Straße gebaut worden. Die Rentiere sind kaum um die Kurve gekommen. Oh, 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 oh. Also in Neubrandenburg ist ja was los. Was habt ihr denn da gemacht? Also Weihnachtsmann, wir haben gerade gedacht, für dich wäre das was. Das ist nur eine Startrampe extra für dich, für deine Rentiere. Mit Anlauf kommst du da bis in die Innenstadt. Ja. Nachdem nun der kleine Windmühlenchor nach einer weiteren Darbietung verdient beschenkt und bejubelt wurde, stand das wichtigste Ritual der Eröffnung auf dem Programm. Genau 17 Schläge auf der Weberglocke brachten die 2018er Weber Tanne zu Licht und Glanz. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bis zum 22. Dezember ist nun Weberglockenmarkt-Saison und in der Neubrandenburger Innenstadt wieder alles zu finden, was das adventsgestimmte Herz begehrt. Kunsthandwerk, Schlemmerangebote, Karussells und Bühnenprogramme. Dieses Leuchttier gesellt sich in diesem Jahr erstmals in die Deko und sucht übrigens noch einen passenden Namen.